Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Trainsim World 4. Neulich waren Angebote und ich habe mir eine neue Strecke gekauft und habe dann gemerkt, ich habe mir gar keine Strecke gekauft, ich habe mir eine Lok gekauft. Und dementsprechend könnt ihr euch ja denken, welche Lok wir heute fahren. Und zwar die neue Baureihe 187. Also für mich ist sie neu, ich glaube sie gab schon was länger. Und jetzt machen wir das Szenario, alles fallen lassen und los. Da kuppeln wir leere Holzwaggons an, stellen sie ins Steuerwerk ab und dann noch auf ein anderes Abstellgleis bringen. So ein bisschen Rangierarbeit eben, das habe ich bisher eher selten gemacht und dementsprechend heute mal was anderes. Also bewegen Sie sich zum Gleis 23 und besteigen Sie die Baureihe 187. 187! Da ist das gute Stück. So, halten Sie den Zug vor dem roten Signal an. Okay, machen wir. Warte mal, du hast noch nicht geliked und abonniert, obwohl der Algorithmus das einzige ist, was diesen Kanal am Leben hält? Warum nicht? Dann aber schnell! Ich habe die Einleitung vorhin schon gespielt, damit ich nicht ganz so lost bin jetzt. Und das Ding ist auch gar nicht so einfach. Also wenn man sich jetzt hinsetzt, wird das Ding nicht fahren. Man muss erst einiges machen. Und zwar den Führerstand erstmal aktivieren, indem man das Ding 2 Sekunden gedrückt hält. Dann die Federspeicherbremse lösen, indem man die 5 Sekunden gedrückt hält. Dann die Signalleuchten auf Auto. Obwohl es ja kein Auto ist, sondern ein Zug, ne? Aber der ist schlecht. Dann müssen wir den Richtungswender aktivieren. In der Zeit kann man noch das ganze Signalgedöns einstellen. Hier, Signalleuchten. Klick. Dann kann man jetzt hier eben auswählen 2, möchte das hier, genau, so, Richtungswender vorwärts, Stromabnehmer heben, Hauptschalter schließen, dann sind wir noch quasi bereit. Warum sind die Lampen noch nicht an? Ach so, erstmal einschalten, ne? Smart. Führerstandsbeleuchtung machen wir auch mal an, dann würde ich sagen, können wir losfahren, bis da hinten zum roten Signal und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ja gut, das Ding beschleunigt und bremst ziemlich gut, weil hängt ja nichts dran, ist ja eine Rangierlok und die haben so viel Power. Wenn man da ohne Waggons fährt, ist das wie eine Rakete. Warum soll ich denn hier halten? Das Signal ist doch erst da hinten. Oder macht man das so, dass man nicht auf Weichen hält? Kann sein, keine Ahnung. Okay, dann drücken Sie Tab, um das Befehlsmenü zu öffnen. Dann denke ich mal, muss man das Stellwerk kontaktieren. Und wir können weiterfahren. Wunderbar. Wo sind die Waggons denn? Ach, da hinten, die dunklen Dinger da. Oh je, das ist ja gar nicht mehr weit. Da ist mein Zug, den werden wir jetzt eben an die Waggons ankoppeln. Da sind die Waggons. Und, boah, ist das dunkel. Und, klack. Jetzt einmal bitte bremsen. Jetzt müssen wir das Ganze ankoppeln. Oder ist das schon? Ich meine nicht, oder? Ist doch keine automatische Kupplung, oder? Angekoppelt. Okay, die waren irgendwie schon dran, seltsam. Naja, gut. Dann steigen wir jetzt vorne ein. Tür zu machen nicht vergessen. Dann machen wir das Ganze nochmal, wie vorhin auch. Kann man eigentlich hier durchlaufen bis vorne? Das wäre geil. Ey, das geht, wie cool. Der Führerstand ist deaktiviert. Das hatte ich gerade vergessen. Dann einmal wieder nach vorne und hier machen wir den jetzt an. Denn beide angeht ja schlecht. Federspeicherbremse müsste schon gelöst sein. Dann kann ich jetzt hier im besten Fall gleich direkt lossausen. Richtungswender aktivieren. Vorwärts. Dann let's go. So kommen wir nicht vom Fleck. Wie lang ist der Zug bitte? Ah, jetzt. Jetzt wird's langsam. Okay. Ein schwerer Klotz. Aber ich muss sagen, die Lok gefällt mir echt gut. Mal ein bisschen was anderes. Anderes Design. Das finde ich echt schön. Warum habe ich hinten bitte Fernlicht? Das ist ja Gigalost. 1, bitte rot. Ah ja, das hat funktioniert. Wunderbar. Nein, wir fahren über Eilendorf. Wie cool ist das denn? Na dann, gib mal Gas. Ich weiß gar nicht, ob man hier Platin kriegen kann. Oder ob Gold das höchste ist. Das werden wir nachher sehen. Weil das Beste werde ich natürlich haben. Weil ich halte mich ja auch grundsätzlich immer an alle Regeln. Ich habe neulich übrigens mit dem ICE mal den Geschwindigkeitsrekord gebrochen. Da bin ich 380 gefahren. Schaut euch das gerne mal an, das war echt cool. Ich werde es euch hier oben irgendwo verlinken, wenn ich es nicht vergessen habe. Ansonsten geht auf meinen Kanal, abonniert und dann findet das ja eh. Jetzt dürfen wir 140, das freut mich. So, mal richtig Gas geben hier. Ah Gott, das war vielleicht ein bisschen viel. Oh je, der Zug ist auch noch leer und fährt sich jetzt schon so schwer. Ich will gar nicht wissen, wie der sich fährt, wenn er beladen ist. Da vorne, hinter der Brücke, ist der Eilendorfer Bahnhof. Ein ganz schönes kleines Teil. Wie realistisch, jeder Müllcontainer ist genauso wie in echt. Ach, ist das schön. Vor allem hier fährt auch immer so ein Heißluftballon durch die Gegend. Das ist immer ganz lustig. Also im Simulator, ne? Echt eher selten. Aber kommt im Sommer auch vor, also. An einem Ort anhalten, in Stolberg Hauptbahnhof. Ach nee, GBF, Güterbahnhof, ne? Das ist ja cool. Ja, interessant, da war ich noch nie. Also ich stehe da immer neben, aber im Simulator war ich da noch nie. Wird leicht bestimmt mühsam, das Ganze rangieren. Ich würde sagen, ich bremse schon mal langsam. Denn nachher dürfen wir nur noch 40 fahren und das ist echt wenig. Ich bremse aber lieber hier mit der Zugbremse, denn der Kombihebel, der tut ja nichts, der bremst ja nicht. Was ist denn das für ein Senf? So, da ist Stolberg Hauptbahnhof. Da fahren wir jetzt erstmal durch. Das Parkhaus da gibt es genauso in echt auch. Das ist so heftig.
Ja, die Frage ist jetzt, wohin müssen wir? Erstmal da vorne irgendwie lang und dann rückwärts, denke ich mal. Der Rangierbahnhof ist irgendwie da hinten rechts, deswegen. Dann einmal bremsen, bitte. So. Wunderbar. Brücke zum Entkuppeln. Okay, das machen wir. Einmal raus aus dem Pferd. Ach, man kann sich hier sogar draufstellen und mitfahren beim Rangieren. Das ist ja cool. Klick. So. An einem Ort anhalten. Wendepunkt. Ist da eine Drehscheibe? Das wäre heftig. Ich denke aber nicht. Also das wüsste ich eigentlich, wenn da eine wäre. Bremse lösen und tschüss. Ah, ich bin zu schnell. Halt. Alarm. Alarm. Meine Güte. Ist das ein Geschoss? Da muss ich halten. Einmal stoppen, bitte. Die Bremsleistung ist jetzt auch dementsprechend gut. Perfekt. Warten Sie einen Moment. Ja, das kann ich gut. Prost. Fahren Sie den Zug rückwärts auf das Abstellgleis. Okay, wo ist das Teil? Das habe ich mir fast gedacht. Also jetzt Richtungswender rückwärts, Bremse lösen und rückwärts fahren. Boah, geht der ab. Meine Güte. Der Bugatti auf den Schienen. Jo, entspannt. Dann müssen wir langsam mal anhalten. So. Ach, das war's? Ich dachte, Wunder, was jetzt noch kommt. Okay, das ging schnell. Haltegenauigkeiten voll, okay? Wir haben Gold, also denke ich mal, das ist auch das Maximum. Ja, an die Geschwindigkeiten habe ich mich gehalten, bis auf das eine Mal. Da habe ich die Lok aus Versehen mit dem Porsche verwechselt, also kann passieren. Falls ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und dann sind wir auch schon durch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So Freunde, das war's dann leider auch schon wieder mit dem heutigen Video. Über ein Like oder ein Abo, vielleicht sogar einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. Für mich sind so Videos verdammt aufwendig und für euch ist das wirklich keine Arbeit und es würde mich sehr unterstützen. Auf Instagram dürft ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen. Dem geilsten Discord-Server der Welt könnt ihr natürlich genauso beitreten. Beides findet ihr unten in der Beschreibung. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Digga, komm beweg deinen Arsch und abonniere. Oh, wenn du wüsstest, wie viel Zeit.